Aua! Mein Name ist Koya Otani. Ich bin miserabel, was den Sport betrifft und im Lernen. Ich bin ein völliger Versager. Koya, alles okay? Alles gut. Darf ich ins Krankenzimmer? Ja, natürlich. Brauchst du jemanden, der dich begleitet? Nein, ich schaff das schon alleine. Was für ein Loser. Das kommt davon, wenn man einen Fußball mit dem Gesicht annimmt. Der Kerl hat ja null Skill. Hey, hast du mit Absicht auf sein Gesicht gezielt? Nicht doch, das war ein Ausrutscher. Aber wenn ich es gewesen wäre, hätte ich den Ball mit der Brust angenommen, nicht mit dem Gesicht. Sei ruhig. Es ist nicht so, dass mich alle hassen, sondern ich bin eher die Witzfigur für alle. Nicht, dass ich irgendwelche positiven Eigenschaften hätte. Also ist das zu erwarten. Aus ihrer Sicht hat es keinen Sinn, mit einem Versager wie mir befreundet zu sein. Dennoch, warum bin ich so unsportlich? Liegt es nicht einfach daran, dass du nicht mal selbst glaubst, du könntest sportlich sein? Hä? Shizuka! Oh, ich muss mich ja gar nicht vorstellen. Nicht wirklich. Du bist ein Schulpromi. Shizuka Hamamiya. Sie hat sich mit den besten Noten ihrer Klasse einschreiben lassen. Und schafft es jetzt auch noch hier, die besten Noten zu schreiben. Sie ist wunderschön und so sportlich, dass sie sogar den Jungs Konkurrenz macht. Sie ist in keinem Club oder Team. Sie springt ein, wenn sie gebraucht wird. Und wird Siegesgöttin genannt, weil sie jedem Team, bei dem sie einspringt, zum Sieg verhilft. Shizuka ist ein Superstar und spielt in einer völlig anderen Liga als ich. Du hast einen Fußball ins Gesicht bekommen, oder? Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich bin das gewohnt. Ist das nicht schlimm, den ständig ins Gesicht zu bekommen? Was soll ich denn sonst machen? Ich bin überhaupt nicht gut in Sport. Wenn du nicht daran glaubst, dann kannst du auch nicht gut sein. Du bist in einer anderen Klasse, oder? In welcher? Im normalen Sportkurs der Klasse G. Klasse G? Du brauchst dich gar nicht bemühen. Ich bin sowieso in der Absteigerklasse. Wie kommst du darauf? Du bist im Leistungskurs. Also solltest du wissen, warum es meine Klasse gibt. Wir sind die Klasse, welche die Oberstufe eigentlich gar nicht hätte machen dürfen, weil wir zu schlechte Noten hatten und viel Unterricht verpasst haben. Ich gehöre zu diesen Verlierern. Ich glaube, ich mag dich nicht. Alter, du bist aber direkt meine Güte. Weil ich sehe, dass du dich selbst hasst. Wenn du dich selbst nicht magst, wie kannst du dann erwarten, dass andere dich mögen? Und wie soll ich mich selbst mögen, ha? Ich bin schlecht im Lernen, ich bin schlecht im Sport und außerdem bin ich überhaupt nicht attraktiv. Es gibt nichts, was man an mir mögen könnte. Und obendrein bist du noch super negativ. Ach. Aber weißt du, ich verstehe vielleicht nicht viel von Lernen, aber wenn es um Sport geht, kann ich dir helfen. Warum fängst du nicht einfach damit an? Hä? Trainier ein bisschen und bau deinen Körper etwas auf. Wenn du sportlicher wirst, hast du einen Grund weniger, dich nicht zu mögen. Und wenn es dir gelingt, dann kannst du mit diesem Siegesgefühl weitermachen. Lass uns das gemeinsam machen. Warum würdest du so weit für mich gehen? Weil ich glaube, dass uns etwas verbindet. Ich glaube, ich verstehe, warum sie so beliebt ist. Shizuka ist wie die Sonne. Sie ist warm und man fühlt sich erleichtert, wenn man mit ihr spricht. Sie zieht jeden in ihren Bann. Und so wollte ich mein Training mit ihr starten. Aber... Hi, ist Koya hier? Aus irgendeinem Grund tauchte sie nach dem Unterricht plötzlich in meinem Klassenzimmer auf. Ist das nicht Shizuka Hamamiya? Warum fragt sie nach Koya? Da bist du ja. Du hast schon aus, oder? Ja, ich hatte heute nur bis zur 6. Wusste ich's doch. Ich bin auch fertig für heute. Also, wollen wir zusammen nach Hause gehen? Was? Die beste Schülerin fragt den schlechtesten Schüler, ob sie gemeinsam nach Hause gehen wollen? Was zum Teufel? Verflucht seist du, Koya! Was hast du nur vor? Komm schon, lass uns gehen. Ab heute werden wir immer zusammen nach der Schule Zeit verbringen. Was? Gut, aber du musst nicht so einen Aufstand machen. Ich hatte aber noch nicht nach deiner Nummer gefragt. Ich bin rübergeeilt, um dich zu erwischen, bevor du nach Hause gehst. Keiner von uns hatte sein Handy dabei, als wir unsere Vereinbarung getroffen hatten. Weshalb sie beschloss, direkt in meine Klasse zu kommen. Das ist wohl mein Fehler. Aber hättest du nicht am Schultor warten können oder so?
Hätte ich das getan, hätten die anderen Schüler mich vermutlich permanent angebaggert. Oh, es muss schwer sein, beliebt zu sein. Aber dank ihres Besuchs will jeder aus der Klasse mit mir abhängen. Oh, wenn ich schon mal hier bin. Koya ist ein guter Freund. Also freundet euch an, klar? Shizuka! Okay, ciao! Was war das? Nur eine kleine Geste, um die fernzuhalten. Ich habe viel Einfluss bei sowas. Ich bin ja in deine Klasse geplatzt. Hätte ich nichts gesagt, so hätte ich nur Ärger bereitet. Wie weit im Voraus hat sie darüber nachgedacht? Tut mir leid, dass ich so viel Aufmerksamkeit auf dich lenke. Ist schon okay. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Danke, dass du mich extra abgeholt hast. Sicher. Weißt du, du bist nicht so schlimm, wie du denkst. Hä? Das fällt mir auf, wenn ich mit dir rede. Verglichen mit deinen Klassenkameraden bist du vermutlich der Beste aus der Gruppe. Du solltest selbstbewusster sein. Woher kommt das eigentlich alles? Tut mir leid, ich bin immer ziemlich direkt. Ich sage immer, was mir durch den Kopf geht. Was dir so durch den Kopf geht, ha? Wichtig ist jetzt aber erstmal, dass wir Kontaktinformationen austauschen. Heute hat es nur geklappt, weil ich dich direkt nach dem Unterricht erwischt habe. Aber später wird es schwierig werden, wenn wir zu unterschiedlichen Stunden aushaben. Ja, da hast du recht. Wenn sie meine Nummer hat, muss sie nicht immer direkt in mein Klassenzimmer kommen. Und so tauschten wir Handynummern aus. Ach übrigens, was du vermutlich noch nicht wusstest, aber wir müssen an derselben Haltestelle raus. Was? Ich sehe dich oft, sowohl morgens als auch nach der Schule. Du scheinst nicht sehr aufmerksam, deshalb hast du es vermutlich nicht bemerkt. Ernsthaft? Wir waren aber nicht auf derselben Mittelstufenschule, oder? Ich nehme den Bus vom Bahnhof nach Hause. Du nimmst entweder einen anderen Zug oder du gehst zu Fuß, richtig? Ja, mein Haus ist nur ein kurzer Spaziergang vom Bahnhof entfernt. Ach so, das ist ja praktisch. Führst du etwas im Schilde? Ach Quatsch, stell mich nicht so böse dar. Ich denke überhaupt nicht an etwas Verdächtiges. Verdächtiges? Ich konnte an ihrem Lächeln erkennen, dass sie jeder Frage nach ihren Motiven ausweichen würde. Also ließ ich die ganze Fragerei. Als wir zu unserer Haltestelle gingen... Lass uns zu dir nach Hause gehen. ...sagte sie etwas Unglaubliches. Was sagst du denn da? Das kommt doch jetzt nicht überraschend. Ich sagte, wir würden trainieren. Aber ich glaube nicht, dass du es durchhältst, wenn du in ein Fitnessstudio gehst. Brauchst du nicht sowieso die Erlaubnis deiner Eltern? Deshalb sollten wir zuerst mit Dingen anfangen, die du alleine machen kannst. Okay, aber warum musst du dann zu mir nach Hause? Weil es sich anbietet, da es locker zu Fuß erreichbar ist. Wir werden dein Training bei dir zu Hause machen. Obwohl wir mit dem Laufen anfangen werden. Igitt. Findest du nicht, dass du ein bisschen zu übereifrig bist? Das sagen die Leute oft. Die Leute nennen mich auch einen Freigeist. Ich kann verstehen, warum. Obwohl ich nicht weiß, ob ich dich ein Freigeist nennen würde. Ich habe es vorhin schon bemerkt, aber sie ist rücksichtsvoll gegenüber anderen. Ich weiß nicht, ob man diese Art von Mensch als Freigeist bezeichnen kann. Oh, erschreck mich doch nicht so. Was ist denn los? Die Katze ist am Ertrinken. Eine Katze? Was macht sie denn im Fluss? Wir müssen sie retten. Shizuka, warte! Während ich unsicher dastand, sprang Shizuka direkt ins Wasser. Ich wusste, dass sie mutig war, doch sie sprang ohne zu zögern ins Wasser. Es war mir peinlich, nur dazustehen. Ich kann sowieso nicht schwimmen, also wäre ich keine Hilfe. Alles gut, Kätzchen. Alles gut. Es wird alles gut. Nicht strampeln. Lass es mich einfach... Ah! Mein Bein! Ich konnte an dem plötzlichen Schmerz in meinem Bein erkennen, was passiert war. Mein Bein krampfte sich zusammen. Warum denn jetzt? Shizuka, was ist los? Sie schwamm doch gerade noch so geschwind und hatte die Katze bereits erreicht. Jetzt schlug sie um sich. Es sah nicht danach aus, als ob die Katze der Grund gewesen wäre. Aber irgendwas war ganz und gar nicht in Ordnung. Das gibt's doch nicht. Hat sich ihr Bein verkrampft? Irgendjemand, bitte! Oh nein! Sie war am Ertrinken. Bevor mein Gehirn das verarbeiten konnte, begann sich mein Körper von selbst zu bewegen. Shizuka! Koya! Geht's dir gut?
Mein Bein krampft. Ich wusste es. Ganz ruhig, ich mach schon. Ich achtete darauf, Shizukas Kopf über Wasser zu halten, als ich uns zurückschwamm. Ich bin froh, es noch rechtzeitig geschafft zu haben. Ich war erleichtert, dass ich es irgendwie aus dem Fluss geschafft hatte. Danke für die Rettung. Und tut mir leid. Ja. Das war unglaublich. Was? Du sagst immer, du seist unsportlich. Aber du bist ein ziemlich guter Schwimmer. Und so wie ich gestrampelt habe, wären wir vielleicht beide ertrunken. Deshalb hast du mich von hinten gegriffen, oder? Wusstest du das schon? Du hast recht. Ich hätte eigentlich sinken müssen. Wie habe ich das nur geschafft? Ich habe nie geübt, also hätte ich nicht schwimmen können. Und doch konnte ich es irgendwie. Sie von hinten zu packen, hätte ich eigentlich gar nicht wissen dürfen. Es war mein Instinkt, der mir sagte, dass es gefährlich gewesen wäre, sich frontal zu nähern. In einem Spiel, das ich vor langer Zeit gespielt habe, rettete der Hauptcharakter auf diese Weise eine Heldin. Die Entscheidung kam also vermutlich aus meinem Unterbewusstsein. Ich hätte niemals gedacht, so etwas bewerkstelligen zu können. Dann bist du wohl ein Fels, der schwimmen kann. Manche würden sowas als leichtsinnig bezeichnen, aber du hast wirklich alles gegeben, um mich zu retten. Als hättest du einen Schalter umgelegt in dir selbst. Als ob du dich zurückgehalten hättest, weil du dachtest, du seist nutzlos. Ich wusste, dass du niemand bist, der einen Rückzieher macht. Meinst du das wirklich? Dass ich mich selbst eingeschränkt habe? Im Sport nennt man das Jips. Du warst vermutlich anfangs wirklich gut, aber vermutlich hat dann ein Trauma deinen Körper eingeschränkt. Aber wie auch immer, du hast bewiesen, dass du es doch kannst. Du musst wirklich damit aufhören, so schlecht von dir selbst zu denken, okay? Denn dazu kommt noch, dass du wirklich nett bist. Es ist nicht so einfach, plötzlich etwas zu machen, was man nie zuvor getan hat. Du bist wirklich nett und du hast dich selbst überwunden, um mich zu retten. Ich weiß ja nicht. Es war nur Glück. Ich bin nicht die Art von Mensch, für die du mich hältst. Nein, ich bin mir sicher. Wie auch immer, wir erkälten uns noch, wenn wir hier so bleiben. Ich wohne in der Nähe. Lass uns gehen. Ich kann dir die Klamotten von meiner Mutter ausleihen. Und du solltest auch duschen. Shizukas Lob war mir peinlich. Also spielte ich es herunter und brachte sie zu mir nach Hause. Deine Mutter war echt überrascht. Naja, ihr Sohn hat ein Mädchen nach Hause gebracht und wir beide waren durchnässt, obwohl es nicht geregnet hat. Wir beide haben geduscht und nachdem wir uns aufgewärmt hatten, sind wir in mein Zimmer, um uns zu unterhalten. Als wir bei mir zu Hause ankamen, war meine Mutter sehr überrascht und fragte mich aus, während Shizuka duschte. Ich musste ihr die Hoffnung nehmen, dass ich eine Freundin hatte, denn egal wie man es dreht und wendet, ich spiele nicht in Shizukas Liga. Hat meine Mutter dich etwas Seltsames gefragt, während ich duschen war? Hm? Ja, das hat sie. Zum Beispiel, bist du wirklich seine Freundin? Ernsthaft? Das tut mir leid. Ach was, natürlich würden Mütter das fragen. Und ich habe ihr klar gesagt, dass ich nicht deine Freundin bin. Nun, das ist die Wahrheit. Ich habe meiner Antwort noch hinzugefügt, momentan nicht. Was? Man kann nicht wissen, was später noch sein könnte, oder? Nein, 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 niemals. Das würde doch nicht passieren. Ich würde nicht deinen Ansprüchen entsprechen. Außerdem hast du keine romantischen Intentionen mit mir. Oder? Du solltest wirklich aufhören, dich selbst so runterzumachen. Niemand wird dadurch glücklich, dass du so einen Schutzwall um dich ziehst. Ich sag doch nur, wie es ist. Aber du liegst falsch. Es mag vielleicht nur ein klein wenig sein, aber ich sehe dich doch mit romantischem Interesse. Und ich blicke überhaupt nicht auf dich herab. Was du sagst, entspricht nicht der Realität. Shizuka. Hab mir Selbstvertrauen. Du bist ein wunderbarer Mensch. Oh Gott. Was sage ich da überhaupt? Sorry, ich habe zu viel gesagt. Eigentlich macht mich das sehr glücklich. Danke, Shizuka. Sie ist die Einzige, die mich jemals wertgeschätzt hat. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Weißt du, ich habe mich bis jetzt nicht wirklich angestrengt.
Ich dachte, es würde sowieso nichts bringen. Deshalb habe ich einfach aufgegeben. Aber ab jetzt werde ich versuchen, mich anzustrengen. Wenn ich mich dann immer noch nicht geändert haben sollte, denke ich dann erstmal drüber nach, wenn ich erstmal an diesem Punkt angekommen bin. Das klingt nach einem guten Plan. Und ich helfe dir, als jemand, der dich motiviert. Und so verbrachten wir viel Zeit miteinander. Zusammen joggen, damit ich meine Ausdauer trainieren kann, mir bei den Hausaufgaben helfen. Shizuka war wahrscheinlich mit ihren eigenen Sachen beschäftigt, aber sie hat trotzdem ihre Zeit mit jemandem wie mir verbracht. Sie ist wirklich nett. Aber es gibt immer noch eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Shizuka, warum gehst du so weit für mich? Eines Tages habe ich ihr diese Frage einfach gestellt. Hm? Habe ich dir das nicht schon mal gesagt? Das hast du, aber das ist schon Monate her. Selbst jetzt verbringst du noch so viel Zeit mit mir. Ich will die ganze Wahrheit wissen. Ich war mal genau wie du, vor langer Zeit. Das heißt? Ich war schlecht im Sport und ich hasste es zu lernen. Es war wirklich frustrierend, aber ich beschloss, mein Bestes zu geben. Und dann war es, als ob ich alles tun könnte. Natürlich ist jeder Mensch anders, deshalb würde ich nicht sagen, dass harte Arbeit die Antwort auf alles ist. Aber Menschen können sich nicht ändern, wenn sie sich nicht ändern wollen. Deshalb hat es mich frustriert, dich so zu sehen. Ich verstehe. Ich war also genauso wie sie früher. Deshalb hat sie mich bemerkt. Vermutlich kann ich aber nicht erwarten, dass sich alles perfekt zusammenfügt. Aber das ist noch nicht alles. So ein guter Mensch bin ich nicht. Du hast dich dazu entschieden, dich zu ändern. Und ich wollte das sehen. Weil du so tolle Seiten hast. Wirklich? Welche denn? Du bist super nett. Und weil du weißt, wie es ist, verletzt zu werden, kannst du auch besonders nett zu anderen sein. Es ist auch, weil du so nett bist, dass ich dich liebe. Hä? Würde ich nicht so fühlen, würde ich nicht jeden Tag mit dir verbringen. Ehrlich gesagt, das sollte nicht so überraschend für mich sein. Ich hatte mich unzählige Male gefragt, ob sie wirklich in mich verliebt war, während wir Zeit zusammen verbracht haben. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie tatsächlich an mir interessiert sein könnte. Das freut mich sehr. Ich liebe dich auch, Shizuka. Was? Niemals! Meinst du das ernst? Willst du meine Gefühle schon? Doch, ich meine es ernst. Immerhin bist du sehr nett und ein wunderbarer Mensch. Um ehrlich zu sein, glaube ich immer noch nicht, dass ich zu dir passe. Aber ich bin froh, dass du mich auch liebst. Das ist nicht fair. Du hast es mich zuerst sagen lassen. Sorry. Magst du auf ein Date gehen, um es wieder gut zu machen? Genau das hatte ich im Sinn. Ich liebe dich, Shizuka. Ich liebe dich auch, Koya. Und so begann ich, der schlechteste Schüler der Schule, mit der besten Schülerin der Schule auszugehen. Ich arbeitete weiter hart und schließlich macht sich niemand mehr über mich lustig.